Willkommen zu diesem Video. Das ist das Video zu meinem 17. Geburtstag. Und da heute mein 17. Geburtstag ist, öffnen wir 100 seltene Pakete. 100, alles gesammelt hier. Gab ja jetzt mal so einen kurzen kleinen Bug. Der wird, denke ich mal, auch noch bestehen. Und da konnte man das halt kriegen so. Und wir werden die jetzt alle öffnen. Hat eine ganze Weile gedauert, die zu bekommen. Und jetzt öffnen wir die. Ich würde sagen, hier machen wir die Insel, wo die ganzen Drachen hinkommen. Alles, was Premium-Drachen sind, werde ich wieder verkaufen. Was, also welche ich doppelt habe. Und alles, was selten ist, die werde ich sowieso verkaufen. Ich bin mal gespannt. Zum Schluss werden wir uns dann noch in der Sammlung, das ist dann hier, werden wir uns den purpurnen Tod kaufen. Und je nachdem, ob es reicht oder nicht reicht, die leckere bzw. ältere Wache, hörst du ja. Aber ich denke mal, das wird, also wenn, dann wird es sehr, sehr knapp. Wir fangen an. 100, ihr seht es hier, 100. Ich kann nochmal hier komplett durchscrollen. Sind wirklich 100 seltene Pakete. Komplett. Nichts anderes ist drin. Komplett nur Postfach voll mit seltenen Paketen. Und wir starten mal. Da mal das erste. Wir haben ungefähr in jedem Paket eine 12% Chance. Ungefähr. Das heißt, theoretisch müssten wir 12 ziehen. Gut, wir kriegen schon mal Eisen. Das ist nice. Ein Sammlungsstück und ein Schwertstähler. Ich bin auch gespannt, wie viel Eisen wir kriegen. Da bin ich wirklich gespannt. Dann kriegen wir natürlich noch richtig viele Sammlungsstücke. Ja, die Runen, da brauchen wir gar nicht erst drüber reden. Zweites Paket. Und da ist schon der erste Premium-Drache. Ein Magmadon. Wir sammeln die erstmal alle. Ich lasse die nachher frei. Weil Magmadon habe ich ja schon mal aus dem Gratis-Paket gezogen. Deswegen ist das ja jetzt nicht so das Ding. Also machen wir, wie schon gesagt, wir sammeln. Wir gucken mal, was wir alles ziehen. Wir sind jetzt beim dritten. Nächster. Noch ein Magmadon. Drei Pakete, zwei Premium-Drachen. Ich bin ja mal gespannt auf die Summe am Ende an Premium-Drachen, die es gibt. Also ich bin wirklich gespannt. Ich habe keine Vorstellung. Es müssten ja eigentlich theoretisch 12 sein am Ende, weil man ja eine gute 12% Chance hat. Müssten eigentlich 12 Premium-Drachen sein. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt. Ich werde später noch mehr seine Pakete ranholen, weil der Bug ist noch nicht gelaufen, jetzt wo ihr das Video seht. Morphubia, der erste neue Premium-Drachen, den habe ich noch gar nicht. Das heißt, das ist einer, den ich behalten werde. Der kommt dann auch hier hin, deswegen. Also hier, seht ihr das nochmal, habe ich wirklich jetzt das erste Mal. Ich werde noch weitermachen für neue Seasons und so, damit ich dann dort auch noch seltene Pakete habe. Wenn zum Beispiel neue Premium-Drachen drin sind oder so. Also das kannst du mir nicht erklären. Das geht schon wieder so richtig in eine ganz komische Richtung hier. Wir haben 6 geöffnet und 4 Premium-Drachen. Wenn hier jetzt noch einer drin ist. Nee, gut. Das wäre schon wieder in eine Richtung hier gegangen. Mit so vielen Premium-Drachen dann schon wieder. Aber ich meine, wir haben ja noch nicht mal 10 geschafft. Wir haben jetzt noch 2 Pakete nach dem hier. Wieder 500 Runen. 15.000 Runen gleich. Eisen gibt es natürlich auch genug. Sehr schön freilassen. Dann haben wir das nächste. Hier gibt es 2000. Das kickt ordentlich rein. So. Dann geht es weiter mit dem Paket. Und kein Premium-Drache. Okay, da haben wir jetzt schon mehrere gehabt ohne Premium-Drache. Dann ist es ja halt doch noch halbwegs normal. Ich muss dann auch mal gucken, ob ich die für Eisen ins Training schicke oder ob ich Eisen einfach nur sammle im Postfach. Ich denke mal, ich werde es jetzt sammeln. So, kein Premium, aber wieder ordentlich Eisen. Es gibt auch Sammlungsstücke, das heißt, theoretisch wird die Sammlung sogar jetzt noch billiger. Also diese hier wird jetzt noch billiger zu beschleunigen. Da haben wir den nächsten Premium-Drachen, es ist Bielzwanz, genau. Gut, Bielzwanz ist inzwischen ein schöner Premium, aber ich habe ja gesagt, alle, die ich dann doppelt habe, die werde ich nicht behalten. Deswegen, ich habe ja auch die Statue für ihn, denke ich. Nee, habe ich, oder habe ich sie, habe ich nicht, ich weiß es nicht genau. Aber wie schon gesagt, ich werde sie nicht behalten. So. Kein Premium-Drache, aber 500 Runen, das ist auch ordentlich. So, jetzt kriegen wir noch hier einen Feuerschweif. Den können wir natürlich auch freilassen. 13 Pakete haben wir. Weiter geht's mit dem 14. müsste das jetzt sein. Da haben wir einen Sandgeist drin und das Eisen ist zum ersten Mal voll. Da bin ich auch gespannt, wie viele Lager ich insgesamt voll haben werde. Ich meine, das Eisen geht sowieso richtig schnell flöten, wenn ich jetzt meine Drachen ins Training schicke. Schrecken der Meere kann man auch wieder freilassen. Habe ich genug. Komplette Insel vorne voll, also ja.
15. Es geht weiter, Leute. Wieder das Radteil, oder? Diese Axt, die ist sehr gut. Die brauche ich nämlich. Das ist nämlich das ein so ein Teil, was mir wirklich noch fehlt. Lila Tod ist auf jeden Fall, also beziehungsweise Purpurner Tod haben wir auf jeden Fall schon mal safe. Der ist da am Ende des Videos. 750 Runen insgesamt, auch sehr gut. Können wir wieder freilassen. So, weiter geht's. Hier gibt es 1000. 250. Bierzwanz, nochmal. Gut. Sechster Premium. Sechster Premium. So. Dann geht's weiter. Kein Premium, aber wieder ordentlich Eisen. Und wieder das Sammelstück, welches ich jetzt brauche. Diese Axtköpfe oder was auch immer das genau sind. Fünftel haben wir gleich geschafft. Und kein Premium, aber wieder ein Schrecken der Meere, auch ganz gut. Ja, wie schon gesagt, habe ich jetzt, ich glaube, schon zweimal gesagt. Also auf das Eisen am Ende bin ich auch sehr gespannt. So. Und hier gibt es Schwertstela, sehr schön. Auch ein, naja, ist jetzt nicht der beste Drache, ist aber schon ein ganz guter Drache, ne? Also kann man nicht meckern. So, 500 wieder. Wieder ein bisschen Eisen dazu und ein Schwertstela. In der Theorie müsste ich ungefähr bei 65.000 Eisen ankommen, wenn ich jedes Mal 500 bekomme. 65.000 Runen. Aber es können ja auch mal 2.000 oder mehr sein. Wieder 500. Das Gute ist, beim seltenen Paket ist es immer garantiert, dass du in der ersten Karte Runen hast. Was halt sehr nice ist, weil das ist halt beim Premium-Paket nicht so. Also wenn du beim Premium-Paket richtig Anlack hast, hast du keine Runen. Und keine Runen in dem Premium-Paket ist dann wirklich sehr unlucky. Gut, wir sind ja, ich muss ja dort noch eine Nummer abziehen. Wir haben jetzt ganz unten Eisen drin. Das muss ich ja abziehen. Das heißt, wir haben jetzt noch, also wir haben immer eine Nummer weniger. Müsste ich gleich mal nochmal gucken. Also jetzt noch 75, das heißt ein Viertel haben wir. Manchmal geht es nur irgendwie, wenn ich jetzt erstmal drauf klicke. Wir haben jetzt schon, das ist jetzt, ich weiß nicht, wie viel das seltene Paket am Stück ist denn das, wo wir kein Premium bekommen haben gerade. Also jetzt wird es langsam unwahrscheinlich wegen den Premiums gerade. Dass man so lange keine Prämies zieht. Gut, da haben wir wieder einen Schrecken der Meere, wieder extra Rune nochmal. Schrecken der Meere, gibt auch nochmal Bernstein ganz gut und ein bisschen Fisch. Nächstes. Ab 2000 Runen. Und das sind halt schon mal wieder drei seltene Pakete weniger sozusagen. Also es wird über 65.000 gehen, denke ich. So. Und hier gibt es auch wieder kein Premium. Okay. Aber wieder das gute Sammlungsstück. Theoretisch müssen wir jetzt alle Sammlungsstücken haben. Ich würde mal nachgucken, wenn wir die Hälfte haben, also wenn 51 steht, würde ich mal nachgucken, wie es mit der Sammlung aussieht. 33.000 Runen ist eine ganze, ganze Menge. Also alle, die in dem einen Streamer dabei waren, wo wir 30.000 Runen in die Sammlung vom hier, wie heißt er? Tiefseespalter, vom legendären Tiefseespalter, haben wir ja auch 30.000 reingestopft. Das war ja auch ordentlich. 33.900, also das ist eine Runenmenge ohne Ende. Also alle, die noch keine Inseln gekauft haben oder so, die können sich gefühlt alle Inseln kaufen. 750 Eisen, Sammlungsstück und Schrecken der Meere. Sehr gut. Ihr müsst auch bedenken, dort kommen insgesamt 100 Drachen raus. Dreimal Runen. Das ist gut. 400, 250, also 450, 250 sind 700 plus 350. 1050 ist eine Menge. Nächstes. 750 und was gibt's hier? 1000 wieder. Schon wieder 1000. Ist auch ganz gut. Weiter geht's. 67, also jetzt noch 66 Pakete, denke ich. Könnten auch nur noch weniger sein. Könnten jetzt auch noch 65 sein. Theoretisch, wenn es jetzt schon ein zweites Mal mit Eisen gesammelt wird. Also wenn ich schon einmal 45.000 Eisen über habe, dann wäre es jetzt ein zweites Mal. Schau mal, hier gibt es. Ja, wieder ordentlich Runen auf jeden Fall. 1250 ist eine ganze, ganze Menge. So, freilassen. 625 Bernstein wieder. So. 750, 1350, zweimal die Sammlungsstücke, sehr gut.
40.000 Runen. 40.000, was das für eine Zahl ist. Siehst du ohne immer. Aber es wird ja alles gleich wieder rausgehauen, also. So, gut, dann weiter geht's. Ja, gute 2/5 haben wir jetzt klar. 1000, 2000 Feuerschweif, okay. So. Geht's mit dem weiter? Jetzt sind sich glaube ich gleich nur 60, weil wir nochmal irgendwas abziehen müssten. Also müssen jetzt noch 60 sein. So, ich würde sagen, bei 52 halte ich, dann kann ich mal kurz runterscrollen und dann gucken wir mal kurz nach. Premium. Also, jetzt muss es langsam mal wieder Zeit werden. Also, ja, das war jetzt eine ganz lange Durstphase hier. Da ist aber der nächste drei Bierzimmerns, zweimal Homophobia. Welche gibt es denn noch so? Mir gibt es auch gerade so viele Pakete. Dampfspeier fehlt noch. Magma, dann haben wir Dornschatten. Dampfspeier und Dornschatten. Der eine 2,95% und der andere, also Dampfspeier 1,48%. Da bin ich ja gespannt, ob die Una dabei sind. Das wären Una zwei neue. Kein Premium, aber 750 Runen. Okay. Können wir freilassen. So. 500. Genau, 500. Dann nochmal das Sammlungsstück, auch sehr gut. Ja, da müssen wir auf jeden Fall klein nachgucken. Wie schon gesagt, mit 52 halten wir an, also jetzt noch 6 Pakete. Dann gucken wir mal kurz in die Sammlung rein. Dann können wir uns gleich mal den legendären Kurven zwischendurch. Und dann geht es weiter mit den restlichen Paketen. Aber ich hätte nie gedacht, dass es so unwahrscheinlich ist. Also, dass zwei Premiums jetzt noch fehlen, obwohl wir gleich 50 Pakete hinter uns hätten, hätte ich eigentlich nicht gedacht. Also ich hätte gedacht, wir haben schon mal mindestens jeden eh mal durch. Okay, wir haben schon eine ganze Menge. Wir haben schon 2, 4, 6, 7. Aber wir haben ja zum Beispiel auch jetzt den Ehen doppelt und den anderen dreimal und den anderen auch nochmal doppelt. Also, ja. Morphopia auch doppelt. Morphopia ist natürlich auch ein sehr geiler Sammler, aber wie schon gesagt, ich behalte die jetzt, weil es ist halt auch ein Bug gewesen, deswegen werde ich jetzt wirklich nur einmal behalten und egal wie gut die sind, sonst wieder freilassen. So, hier auch freilassen. Dann jetzt noch zwei Pakete, dann gucken wir mal unten, wie viele Eisen das sind. Und dann hätten wir in den ersten 50 Paketen 7. Okay, es liegt sogar, wenn man mal überlegt, 7 liegt sogar noch über dem Durchschnitt. Wenn man mal davon ausgeht. Weil, wenn du davon ausgehst, dass du eine 12% Chance hast, kriegst du auf 100 eigentlich 12 Premium-Drachen. Und wenn wir jetzt auf 50 7 bekommen haben, ist das ja eher mehr, als es sein müsste. Gut, wir haben hier noch 50. Jetzt müsste ganz unten. Ach so, dreimal. Okay. Dann sind es noch 49. Na gut, dann sind es noch 49. Wir gucken aber mal in der Sammlung. 11.000. Es könnte billiger sein, wenn ich den einfach nur beschleunige. Es könnte echt billiger sein. Es kostet hier nämlich weniger. Das heißt, wir könnten theoretisch, wenn wir es so beschleunigen, das schneller kriegen. Oder billiger, sagen wir es mal so. Ich meine, viele waren ja im Livestream dabei. Da bin ich ja. Oh, nee, es sind doch noch 50 Pakete. Genau, ich sehe es gerade hier, 53. Da haben wir ja gerade erst neue gekriegt, diese 4000 da unten. So, gut, wir kriegen das Teil hier gefühlt gerade gar nicht. Das ist natürlich richtig unsatisfying, natürlich. Ich würde sagen, wenn wir es bis in den nächsten 4 Beschleunigen nicht einmal bekommen. Oder wir gehen mal auf 40.000 runter. Da können wir noch über 10 Mal beschleunigen. Da ist die Chance nicht so gering. Bei dem gibt es aber diese Axt eigentlich. Da ist sie zum Beispiel. Guck mal. Jetzt haben wir. Also wir sind jetzt bei 45.000. Und es kostet hier noch 8.700. Warte, jetzt sind wir bei 45.000. Genau. Jetzt gehen wir von 45. Also wir würden. Wir kriegen schon einen großen Abzug. Das heißt, wenn wir nicht über 3.000 Runen verbrauchen. Das heißt, wenn wir jetzt vor 42.000 das nächste kriegen. Dann ist es billiger. So. Dann ist es billiger. Ja, es ist billiger. Damit fehlen jetzt nur noch drei. So, jetzt fehlen immer noch drei. Immer noch. Aber es gibt auch viele von diesen anderen Teilen. Das ist auch ganz nice. Immer noch. Vor allem gibt das auch Bernstein eine ganze Menge.
Gut, da gibt es aber die anderen ganzen Sammlungsstücke auch noch dazu. Das ist auch ganz gut. Hier nochmal diese Tasche da. Ist das eigentlich Higgs Tasche oder welche Tasche ist das? Was für eine Tasche ist das, ist die Frage. Die kriegen wir nämlich gerade relativ häufig. Gut, am Ende ist die Frage, ob sich, wenn wir es zu Ewigkeiten gar nicht kriegen, überhaupt gelohnt hat. Ich weiß gar nicht, wie viel kostet es denn jetzt. Es müssen nur drei sein, das heißt, es dürfte jetzt. Ich würde 6.500 Runen müssen es, denke ich, sein. 5,8, okay. Es sind ja nur noch zwei Teile, die uns fehlen, ich glaube. So, schauen wir mal. Da war es noch eins, müsste es jetzt noch sein. Ein Teil, 2.900 ist so ein Ding wert, okay. 2.900, das heißt theoretisch 10 mal beschleunigen. So, bis 35.000 sollten wir es dann haben, denke ich. Weil damit sind wir nochmal billiger weggekommen am Ende, als wenn wir 11.000 bezahlt hätten. Na gut, so viel billiger ist am Ende vielleicht ohne. Bei wie viel haben wir gestartet, den zu beschleunigen? Bei 46, nee, 48.000, ich glaube. Da ist der nächste, Leute. Du kannst wieder los. Damit haben wir den nächsten legendären, Leute. Purpurne Tod. Merkt euch, 41.000 kostet das jetzt noch. Wenn ich das jetzt eingesammelt habe, kostet das unendlich viel mehr. Eine Sammlung mit Putrengen und Dragos, Wuschelbiest oder ein Fest im Purpurne Tod. Einsammeln. Glückwunsch! Da haben wir den nächsten legendären. Es ist geil. Es ist so geil, dieser legendäre. Entfessle Purpurne. Nochmal 5 Bernstein. Ich sammle 100 Eisen mit einem. Im Tiefseespalter. Hä? Ah, so ist das gemeint. Okay, gut. Mach das mal. Oh, brä. Wenn das Spiel mal wieder keine Lust hat. Okay, also hier gibt es genug. Das muss ich dann über die nächste Zeit mal alles entfernen. Das muss ich mir aber merken. So, dann haben wir die neue Sammlung. Außenseite Nummer 1. 5,8 Millionen, ein Tag. 9, okay, nehmen wir den. 137. Ach du meine Güte. Das ist zu kaufen, ne? Kritisch. Das haben wir vollständig. Wir können es halt theoretisch auch ziehen. Da können wir ohne Zahn beschleunigen. Das können wir eigentlich auch mal machen. Das mögt ihr ja. Also jedenfalls die meisten. Wir können auf ein Premium-Paket gehen. Premium-Paket, wir gucken mal, ob wir ein Premium-Paket bekommen, jetzt gleich in der ersten. Das wäre natürlich nice. Das könnte man extra halt noch kriegen. Gut, da wird das Video ein bisschen länger. Also wir machen die 50 Pakete auf jeden Fall noch, Leute. Es ist nur gerade zwischendurch. Ja, okay, nur das, okay. Das ist ein seltenes. Vielleicht ist es dann noch ein seltenes mehr. Mal gucken. Ansonsten mache ich nämlich jetzt die Sammlungsstücke wieder voll. Und dann kriegt man den nämlich vielleicht ohne. Und das wäre absolut. Also das wäre es absolut. Würde ich fühlen. Ältere Wache. Das wäre schon geil. LOL! Ich habe ja die nächste legendäre Sammlung gerade. Fällt mir jetzt erst auf. Das heißt, ich muss ja. Das ist ja ein Unterschied. 61.000. Du kommst ja viel später erst dran. Du bist ja erstmal dran. Und 61.000 schaffe ich sogar. Theoretisch. Das haben wir zurzeit nicht hier. Brauche ich sonst noch irgendwie einen Teil von hier? Das hier für 450 können wir uns jetzt auch kaufen. Jetzt sind wir mal geizig. Gut, dann gehst du jetzt erstmal auf eine neue Reise. So, gönn dir. Achso, jetzt hat das nicht gespeichert. Kriege ich hier über 100? Ja, kriege ich. Irgendwie leckt sie gerade ein bisschen, aber naja, gut, das liegt an den ganzen Drachen. Deswegen bin ich auch hier hinten gewesen. So. Aber dann ist ja ältere Wache doch noch im Spiel. Ältere Wache ist noch im Spiel, Leute. Weiter geht's. Kein Premium, aber 1.100 Runen, okay. Die ältere, das hätte ich echt nie gedacht. Dass wir die noch im Spiel haben. Die kriegen wir auf jeden Fall. Wenn wir diese Sammlungsstücke wieder kriegen, dann kriegen wir die ran. Die ältere Wache wird drin sein. Die wird dabei sein, Leute. Ich hätte es nicht gedacht, dass die ältere Wache dabei sein wird. Aber klar, wenn wir die ganzen Sammlungsstücke kriegen. Ich meine, du kriegst ja aus 100 Paketen, kriegst ja easy mindestens 50 Sammlungsstücke. Für die Sammlung.
Wieder Eisen, wieder kein Premium. Ich zoome gleich noch ein bisschen ran. Ein bisschen näher ran. So. Sind gleich wieder bei 40.000. Aber da ist die ältere Wache einfach noch im Rennen. So. 700. Oh ja, das gönnt. Oh ja. Oh, dieses Sammlungsstück. Das hätte ich jetzt auch mit ohne Zahn suchen können. Wäre vielleicht doch besser gewesen, wenn ich das erstmal komplett mit ohne Zahn voll suche. Weil ansonsten kriege ich das jetzt die ganze Zeit. Oder hin und wieder mal. Was eigentlich andere Sammlungsstücken oder Runen sein könnten. Gut, machen wir mal. Wenn ich jetzt bis 30 oder so das noch mehrmals kriege, dann kann ich ja immer noch ohne Zahn nochmal beschleunigen. Kostet nochmal über 1000 Runen, aber klar, geht auch. So, nächstes. Ich muss gleich mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, was es noch so ein Premium-Paket gibt. Wie sieht es denn bei Premium-Paketen aus? Da habe ich nämlich auch gar keinen Plan von. Premium-Paket ist sowas, wo ich nie Plan von habe. Dampfspeicherblitze, aber okay, da sind auch die normalen drin, außer Jägerblitz. Jägerblitz wäre halt geil, wenn ich Jägerblitz wiederbekommen würde. Ich hatte Jägerblitz mal. Wissen viele vielleicht gar nicht. Da habe ich noch keinen YouTube gemacht, da hatte ich Jägerblitz. Aber den habe ich mal freigelassen für Bernstein, damit ich mir dann die Jahreszeitenstatuen holen konnte. Weil ansonsten hätte es bei mir nicht geklappt. Ich bin ja mal gespannt, wie sich am Ende, also wie die Premiumquote am Ende ist. Da bin ich auch gespannt. Und schauen wir mal. Gut, dabei wie das Teil. Sagen wir uns das so, wenn wir es nur so selten kriegen, ist in Ordnung. Wenn ich es jetzt irgendwie zweimal hintereinander kriege oder dreimal, dann würde ich es beschleunigen. Also dann würde ich ohne Zahn halt machen. Und ich glaube, hier wird es. Nee, es ist nicht dabei. Okay. Schrecken der Meere nochmal. Können wir auch wieder freilassen. Auch dieser ganze Bernstein, Leute. Dieser ganze Bernstein. Das ist so eine Menge. Das geht gar nicht klar. Gut, 54. Hier nochmal Sammelstück. Da war nochmal das gleiche. Okay. Wenn ich es jetzt nur zweimal kriege, dann. Mache ich Club kurz außerhalb des Videos, sammle ich kurz alle ran, damit das wieder vollzählig ist. Ja, okay, da war es nochmal. Weil sonst, dann ist dieses Teil ausgetauscht mit was anderem. Da ist der vierte Bier zu ernst. Ach, du meine Güte. Wir haben wie oft Eisen jetzt dabei? Viermal. Und das andere, das letzte ist gerade neu eröffnet, ne? Gut, das heißt, wir gehen von viermal aus. Das heißt, vier Abzug. Das heißt, bei 37 würde ich dann erstmal kurz die Sammlung vollenden. Beziehungsweise die Sammlungsstücke ranholen. Und dann passt der Hase. So. 500 Runen. Sturmschneid. Beilassen. Seltenes Kartenpaket. Ah, jetzt habe ich nicht geguckt, wie viele wir haben. Ich glaube, wir sind gerade noch bei 40. Noch ein Magmadon. Also echt mal, dass wir gerade die anderen Premium-Drachen noch nicht kriegen, das ist interessant und komisch vor allen Dingen. Zwei Premium-Drachen. Ich habe schon wieder nicht auf die Nummer geachtet. Schrecken der Meere und das Sammlungsstück. Okay, das Sammlungsstück ist sogar ganz gut, weil das müsste ich, glaube ich, sonst kaufen. 35. Ja gut, passt. Dann machen wir das eine noch auf und dann gehe ich kurz das andere beenden und dann machen wir weiter, weil sonst kriege ich die ja, wie ihr es jetzt gerade gesehen habt. Gut, also, für euch ist keine Pause, für mich ist kurz Pause und ich mache das kurz voll. Und da sind wir wieder und es geht natürlich weiter und ich habe diese Sammlung jetzt erstmal vervollständigt. Hier seht ihr 108 von 60. Das ist einfach dafür, damit halt diese Zahl zusammen über 100, also über diese 105 ergibt. Und damit passt das. Genau das gleiche hier bei dem auch gemacht. Und ihr seht, es ist 56.000. Jetzt noch 15.000 Runen. Wir haben noch 30 Pakete. Wenn man es nachrechnet, kommen wir perfekt raus. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir noch ein- und zweimal 2.000 ziehen oder halt mehr als so wie, also mehr als 500, dann ist das locker flockig. Schaffen wir das auch noch. Bin dann bei, und zwar bei nahezu 0 Runen, aber das ist ja egal. Also ein paar Runen werden auf jeden Fall dann noch da sein. Ich meine, ich kriege ja auch noch mal ein paar Sammelstücke hier, damit geht das dann noch mal. Ein bisschen runter, oder? Hallo. Theoretisch könnte ich auch das hier dann beschleunigen, aber ich glaube, diesmal würde es sogar mehr kosten. Müssen wir mal gucken, wie viel wir hier noch kriegen. Wir haben jetzt 15 und es kostet 55.700. Wir müssen mal gucken, wenn wir jetzt noch eins kriegen, wie viel es dann kostet. Da haben wir eins.
55.700 waren wir gerade. Jetzt ist die Frage, wie viel ist ein so ein Item wert? Ein so ein Item ist knapp 6, ja 700 ziemlich genau wert. 700 Runen. Gut, das ist natürlich nicht so viel. Wenn wir aber 20 übrig haben, 14.000 Runen wären das dann noch. Wenn wir 7 übrig, nee, warte, was? Wenn wir 20 Sammlungsstücke noch übrig haben, wären das noch 14.000 Runen durch dieses Ding. Das heißt, vielleicht ist es dann doch billiger, das zu beschleunigen, indem man dieses Suchen von den beschleunigt, von dem Tiefseespalter. Muss ich gleich mal schauen, können wir nachschauen. Wenn das jetzt so weitergeht und wir kein Premium mehr ziehen oder nur noch ein, dann sind wir sogar unter 12 Premium Drachen, was sogar die Chance sozusagen runterzieht. Weil bis jetzt lagen wir ganz gut. Wir haben sogar gerade noch ein Gradpaket bekommen bei dem Kollegen Fleischklops. Ist noch ein Gradpaket rausgekommen, habe gerade dran gedreht. Und das ist auch noch ganz nice, können wir auch noch öffnen. Nehmen wir auch noch mit natürlich. Wie ihr seht, habe ich ein bisschen Eisen, habe ich mal eben für 28.000 ins Training geschickt. Was auch ganz entspannt ist dann. So, du kannst auch weg. Dann haben wir das nächste Paket. Wir gehen auf die letzten 20 zu, das letzte Fünftel der Pakete. Hier nochmal knapp 4.000 Runen, Eisen, keine Runen. So, lass mal frei. Und weiter geht's. Hier gibt es wieder 500, wieder die perfekte Zahl, mit der ich ungefähr durchschnittlich gerechnet habe. Sind es auch bei 48.000. Und ich glaube, hier kostet es jetzt auch nur noch, na gut, das kostet noch ordentlich. Ja, hier kostet es noch, also die 3.000 Runen schaffen wir auf jeden Fall. Das heißt, dieser Drache, der ist auf jeden Fall dabei. Premium Drache, bin ich gespannt, ob jetzt noch einer kommt. Ich habe keine Ahnung, ich bin gespannt, wie schon gesagt. Und schauen wir doch mal, wir haben noch knapp 18 Pakete, müssen es jetzt sein, oder 17. Kein paar Premium wieder, aber dafür wieder zwei dieser Sammlungsstücke. Ich denke, wir könnten ihn jetzt schon fast kaufen, aber das machen wir am Ende des Videos. So. Beziehungsweise am Ende lassen wir die hier alle frei. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie lange es mit der Sammlung dauert vom Aufspießer. Das ist nämlich auch nochmal ein ganz anderes Level. Also da bin ich echt mal gespannt. Weil das ist nochmal wirklich, wirklich ein ganz anderes Level. Aber das werden wir dann sehen. Wir öffnen erstmal nochmal das. Und hier gibt es nochmal ein bisschen Runen, ein bisschen Eisen. Alles entspannt. Bernstein habe ich auch schon gesehen. Habe ich auch schon jetzt über 50.000 Rohbernstein. Also wenn ich die alle freilasse, hier gibt es auch nochmal ordentlich. Ja, es sind gerade richtig, richtig, richtig wenige Premium-Drachen nur noch. Also ich bin gespannt. Wir haben keine 10 Premium-Drachen bis jetzt. 9 Premium-Drachen. Bis jetzt auch noch nur ein neuer Premium-Drache für mich. Hätte ich nicht erwartet. Ich hätte mehr erwartet, was Premium-Drachen so angeht. So. 700 und da ist der nächste Magmadon. Also, dass wir Magmadon so oft ziehen und dass wir noch nicht mal hier Dornschatten gezogen haben, oder wie er heißt, also dieser dunkle da, das ist auch interessant. Also, viermal Bielzerwanst, viermal Magmadon. Okay. Nochmal, hier Sammlungsstücke und ein Sandgeist. Sandgeist haben wir auch richtig viele gezogen, also ordentlich. So, dann hier gibt es 750 nochmal. Sehr gut, dann haben wir hier nochmal los, 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 freilassen. Ist ja der normale, nichts Besonderes. Und hier gibt es wieder zwei, nochmal, also vielleicht habe ich das Teil sogar gleich voll. So oft, wie ich das jetzt gekriegt habe. Ich habe das so oft doppelt gekriegt. Da habe ich jetzt vielleicht sogar die komplette, die 40 Stück voll. Könnte theoretisch auch sein. Das Stück, dieses komische, diese Koralle oder was das sein soll, die gehört zur Sammlung vom Purpurnen Tod. Aber das ist, also ich hätte mit, theoretisch mit einer höheren Quote an Premium Drachen gerechnet. Hätte ich so gedacht. Das ist jetzt, okay, hier haben wir nochmal einen Bielzerwanz. Okay, der fünfte Bielzerwanz. Klar, wir übertreiben es. Übertreiben es einfach komplett mit Bielzerwanz. Logisch. Aber das, nee. Das hätte ich nicht erwartet. Also, nee. Einfach nur, nee. Dass es jetzt am Ende so ausgeht, dass wir wirklich gar keinen neuen Remi ziehen. Also, klar, doch, Morphopia ist neu für mich. Ja. Stimme ich zu, stimmt. Okay, da ist ein neuer.
Nein, ist noch nicht. Ah. Morphobia, der nächste Morphobia. So, gehen wir hier rüber. Dahin. So. Er kommt schon da runter. Ja. Gut, haben wir Morphobia. Dreimal gezogen. Also wir haben alle sehr oft doppelt gezogen. Wir haben drei Pakete noch. Ich denke mal, jetzt wird okay Premium mehr drin sein. Hier haben wir nochmal Runen ordentlich. Also wir haben jetzt auch nochmal richtig viele Runen darüber gekriegt. Die letzten zwei Pakete, beziehungsweise jetzt noch das letzte, nachdem hier kommt das letzte. 60.000 Runen knacken wir sogar noch. Hätte ich nicht erwartet. Also, jein, hätte ich doch erwartet, aber irgendwie nicht. Also, ja. Dass wir es jetzt am Ende doch nochmal schaffen, ist schon interessant. Und kein Premium am Ende. Nochmal 1.000 Runen, letztes. Hier nochmal das Sammelteil, Feuerschweif. Damit ist das beendet. Du wirst freigelassen. Damit haben wir drei Sammlungen voll. 40 Stück, wir haben es doch. Wir haben es voll. Jetzt bin ich aber, ey, wie ist, wie viel Abzug das bringt? Das machen wir. Ja, dann ist die voll, die ist voll, die ist voll. Drei Stück, ich lasse die vielleicht sogar voll, ich sammle die vielleicht gar nicht ein. Wie sieht es hier vorne aus? Ja, 134.000. Am längsten, denke ich mal, wird das hier mitdauern. Das hier kriegst du bei dem Kollegen. Ja gut, das kann ich jetzt nicht weiter beeinflussen. Ja, wie ihr seht, habe ich da drüben bei der Insel was abbauen lassen. Dass wir fünfmal Eisen voll haben, hätte ich ohne gedacht. Also, das ist auch sehr hoch. Also, 38.700. Jetzt bin ich gespannt. Wenn wir dich jetzt beschleunigen, du kostest jetzt sehr gut, du kostest gleich über 300, das weiß ich. Genau, 330 so ziemlich. Das heißt, wenn wir dich dreimal beschleunigen, sind es 1000. Das heißt, wir können dich insgesamt sechsmal beschleunigen und müssen bis dahin einmal so ein Dings bekommen haben. Wir kriegen hier Schwerter. Damit habe ich, glaube ich, gerade fast noch eine neue Sammlung beendet. Da ist es Nummer 1. Gerade noch 38.000, jetzt sind es 35.700. 12 Stück fehlen noch. 35.700, beziehungsweise 35.800 waren es eigentlich. Das merke ich mir mal bis zum nächsten Teil. 35.800. Jetzt bin ich gespannt, wie sieht es mit dem nächsten Teil aus. Da ist es. Keine, nicht viele Runen waren das jetzt. Und 32.800. 3.000 Runen ist das Ding wert. Das heißt 10-mal. Das heißt, ich habe einmal. Beziehungsweise 9-mal darf ich suchen. Dann muss ich eins bekommen. Zweimal. Dreimal. Und da ist es schon, das nächste. Eins. Zwei. Drei. Vier, fünf, okay, fünf, sechs, der hat eine ganz komische Hitbox, den kannst du manchmal ganz komisch anklicken. Sieben, diesmal beim siebten. Das heißt, ich komme billiger, wenn ich das so kaufe. Gut, ich würde sagen, ich beschleunige es mal kurz und dann haben wir am Ende alles zusammen, das wäre doch nice. Und jetzt fehlt noch ein einziges letztes Teil und das suchen wir uns jetzt noch. Da ist es auch schon. Das, okay, lol, drei Teile hintereinander gerade bekommen. Damit ist die nächste Sammlung voll. Nächste legendäre Sammlung. Ältere Wache. Die wahrscheinlich eine, na gut, ist die zweitschwerste Sammlung, meines Wissens nach. Der nächste legendäre Drache. Ein Tag, eine Stunde. Das können wir erstmal aktivieren für den Spießenlauf. Das ist auch so ein geiles, das sieht so nice aus hier. Gut, dann kannst du los. Viel Spaß. Du machst jetzt nochmal so einen ganz komischen Dreher, genau, und jetzt fliegst du los. Dann haben wir noch die Insel, wo wir auch hier das Ganze abbauen können, natürlicherweise. So. Dann geht es hier drüben weiter. Und damit fehlt noch ein letzter Legendärer. Dann habe ich alle Legendären auf diesem Account. So, dürfte ich mal bitte. Ja. So. 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 Und so. Es ist auch eine geile Insel. Dieses Aussehen dieser Insel ist absolut geil. Wir haben uns jetzt noch knapp, naja, also wirklich viele Runen gespart. Gut, dann lassen wir jetzt die Drachen frei hier. Ich habe es ja gesagt. Und wenn ich das sage, machen wir das. 24 Millionen. 24 Millionen. Magmadon, raus. Ist ein guter Sammler, könnte man vor allen Dingen behalten.
Aber ich habe gesagt, ich tue es nicht. Also tue ich es auch nicht. Und ja, ich sage, also ich tue das, was ich sage. Deswegen weg mit denen. Einen behalten wir, weil ich den noch nicht habe. Das haben wir aber auch am Anfang gesagt. Der kommt jetzt in Hangar Forever wahrscheinlich. Sammlungen sind auch noch welche fertig jetzt. Brutaler Holz, Druidel habe ich, ich glaube, beide schon, oder? Genau, Druidel habe ich. Brutaler Holzrüst habe ich auch. Ist halt ein brutaler Drache. Hier vorne dieses Ding, das wird Ewigkeiten dauern. Das wird Jahre dauern wahrscheinlich. Hier geht's weiter. Diese Sammlungen muss ich alle wieder voll machen. Damit ist auch die Chance dann höher für mich, seltene Pakete bei Fischbein zu kriegen. Bei der Reise von Fischbein. Das Einzige, was da jetzt noch fehlt, was ich noch holen müsste, sind diese drei. Die müsste ich vollständig machen. Das muss ich vollständig machen. Die beiden muss ich vollständig machen. Ansonsten habe ich alles und dann kriege ich richtig geile Reisen. Hier muss ich auch nichts voll machen, weil das sind die zum Kaufen und die kriegst du so bei der Reise, ich glaube, von Flash Clubs nicht. Zum Abschluss haben wir noch hier natürlich auch nochmal ein Paket. Ein schönes Grabpaket. Gibt es wahrscheinlich jetzt nichts allzu Besonderes raus, denke ich mal. Genau, normaler Seltener. Noch ein bisschen Stuff und ein Nachtterror. Ein Sammlungsstück hat man auch noch mit drin. Auch noch ganz entspannt. Dann kannst du los. Ihr seht es nämlich hier. Diese Sammlungsstücke, die beiden kann ich glaube, nicht mehr kriegen. Das kann ich nicht mehr kriegen. Das heißt, das kann ich, glaube auch nicht. Ich weiß nicht mehr, ob ich die da kriegen kann. Aber sobald man keine Sammlungsstücke mehr kriegen kann, kann es einen Glücksrad geben, wo das Zelda-Paket zweimal drin ist und das Ei einmal drin. Oder ein Sens-Paket und zweimal das Ei. Ist möglich. Deswegen, ich gehe darauf. Ich will so einen Glücksrad unbedingt mal haben. Wäre nämlich richtig geil. Die Chance auf ein seltenes Paket ist dann natürlich viel höher. Und ja, hier drehen wir am Glücksrad und es gibt hier Runen. Okay. So. Das sind die Sammlungen, genau, das ist das Eisen. Ansonsten, ohne Zahn ist unterwegs, das passt alles. Ja, hier bei der Sammlung kann ich halt auch wieder nichts suchen. Hier habe ich alles voll. Das hier wird am längsten dauern, denke ich. Ich meine, hier ist jetzt. Oh, hier ist sogar was drin. Aber 2000 ist bloß zu viel. Und das wäre dann der letzte legendäre. Der kostet jetzt natürlich noch ein bisschen mehr. Das Ding hier kriegst du wieder Ewigkeiten. Da brauche ich wieder Jahre gefühlt wahrscheinlich. Und hier wäre das der. Ich weiß nicht, könnte man sogar mal probieren. So, wir können erstmal kurz hier das einsammeln. So. Ich weiß nicht, warte, wie sieht das Teil aus? Ich muss mal kurz einprägen. Das ist wie. Ah, es ist ein Segel. Okay. Ein lilaner Segel. Das ist das Gehirn. Beziehungsweise die Koralle. Der komische Fisch. Der komische Fisch. Die Koralle. Andere Koralle. Oder irgendwas anderes. Koralle. Und weißt du, wie lange du da suchst, ohne zu beschleunigen? Da suchst du echt Ewigkeiten, ohne zu beschleunigen. Also wenn du nicht beschleunigst, suchst du dann echt Ewigkeiten. Ich meine, ich habe es noch nicht einmal bekommen. Noch nicht einmal. Immer noch nicht. Was ist denn das? Nee. LOL. Das sind ja die Runen gleich alle wieder weg. 4000 Runen stecken jetzt hier drinne. Letztes Mal beschleunigt, mache ich den nochmal. Los geht's. Welche Aufgaben gibt's hier? Gar keine, cool. Ah, doch hier. Ja, das habe ich da vorhin schon mal eingesammelt, oder? Ach so, ja, nee, hat nicht gezählt, cool. Vielleicht hat er ja schon 100 Eisen zusammen. Warte, 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 das ist. Der Kollege ist hier. Ja. Nächstes voll. Gibt es Zeichen auf die so oder Granat oder ein Fessel? Ah, Granatenfeuer. Das sind die Aufgaben von Granatenfeuer. Die habe ich natürlich auch schon durch. Drang oder Fessel in Granatenfeuer. Okay, haben wir durch. Haben wir durch. Haben wir durch. 500 ist ordentlich für eine Aufgabe. Nimmersaat, Todbringer. Oh, da hätte ich das gerade suchen müssen. Habe ich auch. Ey, vielleicht kriege ich jetzt ein gutes Sammelteil. Zweimal!
Zweimal. Das kriege ich schnell. Weil 40.000 Eisen kriege ich am Tag gefühlt dauernd. Und hier seht ihr 353.000. Okay, aber an der Stelle würde ich sagen, das ist mit dem Video zu meinem Geburtstag gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. 40 Minuten hat man Ewigkeiten nicht mehr. Dann hoffe ich natürlich, dass ich euch irgendwie wiedersehe in den nächsten Videos. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und ciao, ciao, Leute.